Hallöchen, liebe Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. Ja, wir müssen hier diesen Blutspuren folgen. Diesmal nicht von diesem Mörder, sondern vom Assassin. Also nicht von diesem Mörder ist gut, aber Assassine, sondern ich meine natürlich nicht diesen Gesichtsmörder, sondern der Assassinentante. So, jetzt habe ich die aber schon verloren, die Blutspuren. Moment mal, die waren da vorne am Glasdach. Da sind weitere Hinweise. Wo geht's denn da lang? Wo ist sie denn nur lang geschlendert, die Gute, hä? Da oben hoch. Okay. Und hier weiter. Rüber da. Und über das nächste Glasdach. Nur ganz kleine Blutpartikel. Und wir können die verfolgen. Ihr wisst ja, ihr erinnert euch vielleicht noch, wir verfolgen die Assassinen-Tante. Diese freundliche Assassinen. Bereit sein, zurückzuschlagen. Diesen Pennern zeigen, wer das Sagen hat. Was haben diese Schwachköpfe nur? Wissen die nicht, dass das Pinguingebiet ist? Vermutlich nicht. Sie werden es bald wissen. Sobald wir den Befehl kriegen, legen wir sie alle um. Ich will Blut sehen. Ich will, dass dieser Schizofreak Two-Face den Tag bereut, an dem er hergekommen ist. Ja! Später rücken wir in sein Gebiet vor. Mal sehen, wie ihm das gefällt. Ich bin bereit. Ich auch. Was macht der Flattermann hier? Der macht was ganz Lustiges. Ach, da schalte ich doch mal den Detektivmodus raus hier. Komm. Komm, Junge. Mach mal hier. So. Ach, den können wir verhören. Ja, ja. Lass dich ruhig mal hängen. Riddler. Rede. Bitte, bitte tu mir nichts. Ich sag alles. Das wusste ich. Na, und da hängt da eine kleine Hängepartie. Wieder weitere Riddler-Punkte freigeschaltet. Gut. So, Freunde, jetzt gucken wir uns mal hier um. Hier müssen wir nochmal den Detektivmodus anmachen. Und die Blutspuren führen da irgendwie rüber. Aha. Darüber ist sie gelaufen. Unsere kleine Assassinenfreundin, die uns zum guten Ras bringen wird, der angeblich unsterblich ist und wahrscheinlich die einzige Schlüsselfigur bei der Suche nach dem Heilmittel ist. Und das brauchen wir ja dringend, denn nicht nur, dass Joker sterben wird und der hat irgendwie die halbe Menschheit damit infiziert, sondern es wird auch Batman sterben, wenn wir da nicht schnell irgendwas kriegen. Und das wäre natürlich ein Desaster seinesgleichen. Und der Penner hat natürlich Blutproben in irgendwelche Krankenhäuser gelassen. So, dann müssen wir jetzt mal weiter schauen. Immer auf der Pirsch bleiben. Verdammt nochmal, was sind das für Pflanzen? Die kenne ich irgendwoher. Sag mal, da geht's nach oben, okay? Ach, Quatsch. Hört sich aber so an. Ich meine ja nur, dass ich die schon mal gesehen habe. Poison Ivy. Die Blutspur führt nicht weiter. Ich kann die Attentäter nur finden, wenn ich noch weitere Beweismittel aufspüre. Wir müssen scannen. Ach du Scheiße. Alter. Oh oh. Das ist bestimmt die Tochter von Ra's, oder? Ich kann Ra's nur finden, wenn ich am Linie einen Sender befestige. Ich muss möglichst nah ran. Okay, dann mal verfolgen. Schön. Die Süße kriegen wir doch bestimmt auch noch. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Wenn ich das mache, entkommt sie. Ach du Scheiße. Ich muss möglichst. Sie ist entwischt. Nein. Scheiße. Ach, wie kacke. Da habe ich verkackt einfach mal. Naja, dann müssen wir es nochmal probieren, würde ich sagen, ne? Machen wir. Okay, da muss ich echt dranbleiben. Da muss ich wirklich dranbleiben. Und los geht's. Hallo, Schätzchen. Habe ich mich aber blöd angestellt gerade eben. Ich habe einfach die falsche Taste für den... Für die Claw oder was? So, und jetzt schnappen wir uns die. Jetzt mal was clever. Komm schon, Batman, kannst du nicht entkommen, kleiner Ninja. Kleine Ninja-Dame. Ich weiß natürlich nicht, wo sie lang will, das ist auch so ein Problem. Ah. Ja.
Okay, Baby. Ja, ja. Sehr schön. Und Ordnungssender dran bappen. Sehr wohl. Und jetzt kannst du laufen. Du bist nur noch am Leben, weil der große Ra's al Ghul es duldet. Das sind ja alles Zwillinge. Ruf ihn zurück. Die kann ich erledigen. Lass es. Robin. Folge uns nicht. Ich brauchte deine Hilfe nicht. Ach ja? Ich weiß nicht, für mich sah das schon etwas anders aus. Ich hatte alles unter Kontrolle. Wieso hat Alfred dich geschickt? Er hat sich Sorgen um dich gemacht. Nimm das und lass es analysieren. Durchsuch danach die Krankenhäuser und Notaufnahmen. Jeder mit diesem Blut wird innerhalb von 24 Stunden sterben. Wessen Blut ist es? Oh, es ist deins, nicht wahr? Ich gehe in die Krankenhäuser und kehre dann zurück. Du brauchst meine Hilfe. Ich komme schon klar. Du wirst in Gotham gebraucht. Es könnte schlimmer werden. Viel schlimmer. Meinst du? Wenn Strange wirklich deine Identität kennt und sie allen verrät, was dann? Wie willst du? Vertrau mir. Ich finde eine Lösung. Du weißt, wo ich bin, wenn du Hilfe brauchst. Ich weiß. Jetzt geh! Mach dich vom Acker, Robin. Ermöglicht es, sich schnell zwischen zwei horizontal gelegenen Punkten zu bewegen, kann während der Bewegung erneut eingesetzt werden, um die Richtung zu ändern, ohne den Boden zu berühren. Der Seilwerfer. Alter. Geil. Den kennen wir doch noch, oder? Hatten wir nicht schon? Cool. Und jetzt haben wir Robin kennengelernt, Leute. Den guten alten Robin. Den Superkumpan vom Batman. Da wollen wir doch mal kurz auf die Figuren eingehen. Und auch Robin, der hier deutlich cooler aussieht, irgendwie mit seiner Kapuze. Ein bisschen hat er was von Assassin's Creed, ne? So dem Look von Connor. Oder halt eben Altair. Altair, ey. Mann, Mann, Mann. Erstmals erschienen übrigens 1989 erst im Batman-Comic. Interessant, obwohl es ja der Kumpane von Batman ist eigentlich. Der richtige Name ist Tim Drake, Student. Der junge Tim Drake wurde Zeuge, wie die Flying Graysons ermordet wurden. Von Batmans Heldenmut inspiriert, verfolgte er von da an alles, was Batman und Robin taten. Mhm. Letztendlich gelang es ihm, die Geheimidentität von Bruce Wayne und Dick Grayson aufzudecken. Da Dick Grayson mittlerweile nur noch als Nightwing in Aktion trat, überzeugte Tim Bruce Wayne davon, dass er im Kampf für Gerechtigkeit einen neuen Robin bräuchte. Aha! Nachdem Batman ihn mit einem harten Trainingsprogramm auf die Probe gestellt hatte, wurde Tim verdientermaßen der neue Robin. Seitdem macht er diesem Namen alle Ehre. Okay, und der ist natürlich zu Nightwing geworden, der andere Robin. Herausragende detektivische Fähigkeiten, von Batman zur Verbrecherjagd ausgebildet, Arsenal von Ausrüstungsgegenständen und fortschrittlicher Technologie. Auf Robin müssen wir natürlich näher eingehen. Benutze den Ortungssender, um die Assassinen zu verfolgen. Das heißt, dass Batman den Pinguin ausgeschaltet hat. Glaubst du, dass das stimmt? Ich weiß nicht, aber wenn ja, brauchen wir einen neuen Plan. Wenn Pinguin weg ist, wird Two-Face zum Gegenschlag ansetzen. Der übernimmt alles. Ich weiß es. Hat Catwoman den nicht fertig gemacht? Nein. Angeblich hat sie ihn nur verletzt. Er kommt wieder. Niemand weiß wann, aber er kommt. Und ich werfe mal einen Blick auf die Karte soeben. Alter, müssen wir jetzt da hin oder was? Oh. Wie kommen wir denn in den Sperrbereich rein? Sofern wir in den Sperrbereich müssen. Das wird mal eine Aktion jetzt hier. Eine interessante Aktion. Aktion. Una Aktion muy interesante. Es mal aufhören zu schneien. Nur eine verdammte Minute lang. Ich habe irgendwie gerade Bock, noch so ein paar Typen zu verprügeln von denen. Wahrscheinlich kommen wir mit dem Teil irgendwie daran, ne? Was wir gerade gefunden haben. Juhu! Was sind das noch für neue Waffen, die diese Tigerärsche haben? So ein Wahnsinn! Okay, wir probieren es einfach mal mit dem Seilwerfer. Die Frage ist, wie lange kann der werfen? So ein Seil. Nee, da kommen wir nicht hin. Das ist zu weit entfernt alles. Aber hier. Da geht's theoretisch hin. Nie vergessen, wie Quinn den alten Sharpie mit seinem eigenen Stock verdroschen hat. Aber das da kommen wir nicht hoch. Okay. Das könnte noch interessant werden, da reinzukommen auf jeden Fall.
Vielleicht brauchen wir da irgendwo eine Stelle, wo wir uns dann mit diesem Seilteil drüber manövrieren können irgendwie. Ist natürlich alles abgesperrt. Oh. Und das könnte einen Elektroschock verursachen hier. Autsch. Ja, da kommen wir auch nicht so schnell rein. Lustige Aktion, oder? So, warte mal. Geht das nicht noch mit den Werfkugeln hier? Rauchbombe bringt mir ja gar nichts. Aber diese schnelle Explosion. Nee, bringt auch nichts. Explosivgel versprühen. Und was ist, wenn wir hier... Moment mal. Ja, ich habe eine Idee. Enthält Sicherungen, die im Falle einer Spannungsspitze durchbrennen. Genau. So läuft der Hase. Genau, wunderbar. Der Detektivmodus ist immer die letzte Hoffnung irgendwie. Wenn du den irgendwie verpeilst, da hast du verkackt. So, und hier müssen wir doch jetzt eigentlich zu dieser tollen Riddler-Trophäe kommen. Und ich dachte, wir könnten jetzt hier reinspazieren und es wäre voll kein Problem. Aber gut, dann müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wir jetzt in den Sperrbezirk kommen. Wir könnten natürlich zuvor auch nochmal ein paar andere Quests angehen, denn wir haben ja nicht gerade wenig noch zu tun. Hier sind auch noch diese Titanbehälter, die ich auch noch irgendwie holen wollte, organisieren wollte. Da vorne haben wir noch ein ER-Training, was ich nicht unbedingt machen will, weil ganz ehrlich, das war ziemlich low. Und hier ist noch eine Geisel vom Riddler. Und das machen wir doch mal gerade. Komm. Weil wir haben ja in dieser Folge auch schon ziemlich viel Hauptmissionchen gemacht. Und so ein paar Nebenmissionen, wie gesagt, will ich auf jeden Fall mitnehmen. Dass Bane irgendwo in Arkham City ist. So, die müsste ja irgendwo hier direkt unten sein, habe ich das dumpfe Gefühl. Wo ist die denn? Riddlers Geisel. Wir sitzen hier unten und frieren, während Strange in seinem warmen Turm hockt. Bastard! Bastard! Oh, guck mal hier. Und zwei Freunde. Vorsicht! Batman ist hier! Ja, ich bin es. Tatsächlich. Du hattest recht, das ist Batman! Nee, das bin doch nicht Batman! Das ist doch hier eine kleine Wachsfigur. Das ist der Madame Tussauds Batman. Autsch! Mach das ja nicht nochmal! Kannst du mit deinem Verhör nach Hause gehen? Bams! Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Das Kampfsystem finde ich übrigens überragend gemacht. Ich weiß, viele Leute feiern es nicht gerade, dass ich oft nur Button-Smashing mache. Aber so halte ich eigentlich auch die Combo aufrecht. Joho! Und du kommst auch noch dran. Au, das tut eher ungut. Zumindest glaube ich das, dass das eher ungut tut. Ungut. So, wo ist denn jetzt diese blöde Geisel, verdammte? Muss doch hier irgendwo sein, der gute Mann. Da waren wir die ganze Zeit schon auf dem Gebäude drauf, wo die Geisel sich befinden soll. Ist doch nicht in dieser Bar, oder? Doch, da vorne, okay. Hier ist eine... Riddler-Trophäe, die wir irgendwie da oben... Ja, das ist mir jetzt ein Rätsel. Aber das ist ja auch eine Art Riddler-Rätsel, das ist, passt ja. So, dann müssen wir noch da oben irgendwie. Hier haben wir ja auch den Ninja verfolgt. Und da meine ich nicht die Ninja-Turtles mit. So, Moment mal, seht ihr diese Stromleitung da? Interessiert mich doch jetzt sehr. Da? Führt sie zum Fragezeichen? Aber wo ist diese Geisel zum Teufel? Die muss doch hier irgendwo sein. Moment mal. Da gucke ich nochmal auf die Map kurz. Rette die Geisel vor dem Riddler. Rette die Geisel aus dem Riddler-Raum. Aber wie komme ich in diesen Riddler-Raum rein? Da war irgendwas mit Strom. Hier... ist noch so ein Riddler-Dings, eine Trophäe. Aber hier müsste dieser Riddler-Raum sein. Aha. Das habe ich noch nicht gemacht. Ah. Na dann. Wenn es weiter nichts ist. Und hier ist hoffentlich die Geisel. Oh. Vielleicht kann es da noch einen Kampf geben.
Alter, interessant. Hast du dich also endlich dazu entschieden, hier aufzutauchen? Nö. Lass sie frei, Riddler. Sie sind unschuldig. Sei nicht albern, Dark Knight. Sie würden jetzt nicht in diesem Schlamassel stecken, wenn sie auch nur ein einziges Mal etwas vorausschauender gehandelt hätten. Oder? Also, wenn du den Raum vor dir löst und 4 weitere Herausforderungen bestehst, kannst du sie retten. Wenn nicht, werden sie sterben. Dann wird sich zeigen, ob ihnen überhaupt jemand nachtrauert. Du bist wahnsinnig. Nein, das würde ja bedeuten, dass ich irgendeine Geisteskrankheit habe. Mir geht es bestens. Oh, und ja, ich kann dich sehen, Batman. Und ich freue mich bereits auf dein Scheitern.